Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin aktuell bei rund 100 Abonnenten angekommen und ich muss sagen, ich bin auf jeden einzelnen stolz. Sollten sich demnächst noch ein paar weitere finden, so wird es auch für mich ein Special geben, eventuell sogar mit einem Überraschungsgast. In diesem Video nun geht es aber um die Messerschmitt BF110 in der Variante C4. Die BF110 ist im RB mit einem Battle Rating von 2.7 eingestuft und im deutschen Forschungsbaum als schwerer Jäger bzw. Jagdbomber hinterlegt. Mit diesem Flugzeug verbindete mich anfänglich die Ignoranz, denn ich wollte das Flugzeug eigentlich überspringen. In der Zwischenzeit verbindet mich mit der BF110 aber eine große Zuneigung. Würde ich eine Top 10 Liste meiner Lieblingsflugzeuge führen, so wäre die BF110 sicher auf einem der vorderen Plätze zu finden. Die BF110 ist in meinen Augen ein sehr starkes Flugzeug, welches sehr oft von seinen Gegnern unterschätzt wird. Und gerade wenn dieser Umstand ausgenutzt wird, so kann die BF110 wirklich auftrumpfen. Zu den Stärken der BF110 zählen ganz besonders die Bewaffnung mit zwei 20mm Maschinenkanonen sowie vier Maschinengewehren, der Munitionsvorrat, der als durchaus üppig bezeichnet werden kann, eine Robustheit, die so manchen Gegner die gesamte Munition in die BF110 versenken lässt und das Flugzeug fliegt immer noch weiter, und durch die optionale Mitführung von Bomben eine Vielseitigkeit, welches dieses Flugzeug auch in den gemischten Schlachten zu einer nützlichen Option werden lässt. Auf der Seite der negativen Eigenschaften ist ganz klar die Wendigkeit zu nennen, denn es handelt sich hier um einen schweren Jäger und in puncto Kurvenkampf macht es wenig Sinn, sich mit den einmotorigen Jägern anzulegen. Die Energierückgewinnung ist relativ schwach bei diesem Flugzeug. Mit der BF110 stellen wir auch eine sehr große Angriffsfläche für den Gegner dar. Das heißt, wir sind leicht zu treffen, auch wenn wir gut einstecken können. Und wir haben einen Heckschützen, der meiner Meinung nach absolut sinnlos ist. Denn es ist zum einen der Winkel oft sehr schwierig. Gegner, die dieses Flugzeug kennen, können uns sehr gut auskurven, beziehungsweise den Heckschützen auskurven. Und sollten wir den Gegner wirklich mal ins Visier bekommen, so hilft uns die MG relativ wenig. Wie es mir mit der BF110 erging, erfahrt ihr im Gameplay. Zuvor aber wie gewohnt die Background Story. Ich wünsche gute Unterhaltung. Die Messerschmitt BF110 war ein zweimotoriger Ganzmetall-Tiefdecker der Bayerischen Flugzeugwerke AG oder kurz BFW, welcher 1934 in die neu geschaffene Kategorie Zerstörer eingestuft wurde. Der Name der BF110 hatte mehrere bestimmende Quellen. Die Nummer 110 wurde vom Reichsluftfahrtministerium vorgegeben, welches die Herstellerbezeichnung von BFW 110 auf BF 110 änderte. Der Konstrukteur des Flugzeugs, Willy Messerschmitt, gab dem Flugzeug die Bezeichnung ME-110. Diese Bezeichnung war in Folge auch in der Presse sowie in diversen Propagandamedien jahrelang die gängige. Die offizielle Bezeichnung war aber bis 1938 BFW-BF-110 und ab 1938, nachdem die Bayerischen Flugzeugwerke in die Messerschmitt AG übergingen, Messerschmitt-BF-110. Die BF110 war zu Beginn ihrer Einsatzzeit insbesondere durch ihre starke Motorisierung und den sich daraus ergebenden Geschwindigkeitsvorteil auffällig. Dies war auch der Grund, warum sie sich in den Luftkriegen um Polen, Norwegen, aber auch Frankreich gegen die wesentlich wendigeren einmotorigen Jäger behaupten konnte. Großes Aufsehen erlangte die BF110 am 18. Dezember 1939. Dieser Tag sollte auch den Namen Luftgefecht über der Deutschen Bucht erhalten.
Bei diesem Luftgefecht trafen 32 109er sowie 18 Bf 110 auf insgesamt 22 Vickers Wellington MK1. Am Nachmittag des Tages entbrach eine heftige Luftschlacht und um 14.30 Uhr erfolgte der erste Abschuss einer Wellington. In Summe wurden von den 22 britischen Bombern 12 abgeschossen und 3 weitere so schwer beschädigt, dass sie nach der Bruchlandung in England als Verlust eingestuft werden mussten. Die Wellington waren für die Deutschen aber ein schwerer Gegner und insbesondere der Heckschrank mit 4 Maschinengewehren führte zu teils massiven Schäden. So wurde zum Beispiel die Bf 110 von Leutnant Uhlenböck an diesem Tag 23 Mal nachweislich getroffen. Diese Schlacht hatte aber auch ein Nachspiel, denn von diesem Tag an bis April 1940 führte die Royal Air Force keine Angriffe mehr mit Bombern tagsüber durch. Die Bf 110 hatte aber nicht nur Qualität in der Rolle eines Jägers, sondern auch als Aufklärer und als Schlachtflugzeug. Die Taktik der Bf 110 Piloten war recht einfach. Angriff aus überlegener Höhe und das Ausnutzen der äußerst starken Frontbewaffnung. Eine weitere gängige Taktik war jene, dass einzelne Maschinen eines Geschwaders mit gedrosselter Leistung relativ niedrig flogen und sobald diese von Gegnern ins Visier genommen wurden, stürzten sich die restlichen Maschinen des Geschwaders aus einer wesentlich größeren Höhe auf diese und erzielten durch den Überraschungseffekt zahlreiche Erfolge. Das Blatt wendete sich aber mit dem Beginn der Luftschlacht um England. Hier sollte die Bf 110 als Begleitjäger eingesetzt werden. In dieser Rolle versagte sie auf weiter Linie. Einer der Hauptgründe war das Erscheinen der Spitfire. Im Vergleich zu dieser war die Leistung der Bf 110 nicht mehr ausreichend und je nach Flughöhe war auch die Hawker Hurricane diesem Modell überlegen. Die Bf 110 wurde somit rasch von einer einst starken Waffe in jene der Opferrolle gedrängt. 1941 wurde das Muster in großer Zahl im Mittelmeerraum sowie im Raum der Sowjetunion als Jagdbomber und als Erdkampfflugzeug eingesetzt, bevor sie eine neue Aufgabe erhielt. Bis zum Kriegsende war das Flugzeug neben der Junkers 88 der Standard-Nachtjäger der Luftwaffe. Die Reichweite, die Feuerkraft und die sehr gute Steigleistung machten das Flugzeug bei ihren Piloten sehr beliebt. Durch den Einbau des Liechtenstein-Radars war die Bf 110 auch in der Nacht eine gefährliche Waffe. Bereits in der Ausbildung der Mannschaft wurde der Teamgedanke fokussiert. So wurden Pilot und Funker als Paar ausgebildet und grundsätzlich durften diese nur zusammen eingesetzt werden. Die Bf 110 war aber auch für viele Waffenentwicklungen einer der ersten Adressen. Waffensysteme wie die schräge Musik, der Einbau des Radars, der Einsatz von Flammenvernichtungsanlagen sowie auch einige anderen Modifikationen fanden in diesem Modell ihren Einsatz. Während der Nachteinsätze trat aber auch ein Problem auf. Das Mündungsfeuer der Maschinenkanonen war derart hell, dass viele Piloten nach den ersten Feuerstößen nachtblind wurden. Als Konsequenz daraus wurden Angriffe aus extrem kurzen Distanzen von 50 bis 80 Meter nur mehr ausgeführt und die Munition insofern geändert, dass nur mehr jede fünfte Patrone eine Leuchtspurpatrone darstellte. Diese und auch weitere Erfahrungen waren die Grundlage für die Entwicklung der Henkel HE-219, eines der ersten rein für den Nachtflug konstruierten Flugzeuge. Als eine der Konsequenzen hatte dieses Modell die Bewaffnung im Rumpf positioniert, wodurch die Blendwirkung drastisch reduziert werden konnte. Die Bf 110 wurde aber auch als Schleppflugzeug eingesetzt, hierbei insbesondere für die Messerschmitt ME-321 gekannt. Die Starts hierbei waren extrem gefährlich. Der Ausfall einer der Triebwerke bei den Schleppflugzeugen oder auch nur einer der Hilfsraketen bei der ME-321 konnten leicht zu einem Absturz des gesamten Gespanns führen. Ein solcher Absturz passierte auch tatsächlich und zählte bis Kriegsende zu den an Menschenopfern gemessenen schlimmsten Unfall bis Kriegsende. Um diese Probleme zu verringern, erfolgte später auch die Konstruktion der Henkel 111Z-Zwilling. Die Bf 110 wurde aber auch als Schleppflugzeug für die ersten Versuche mit dem Raketenflugzeug ME-163 eingesetzt. Im Nachhinein betrachtet war die Bf 110 in ihrer ursprünglich angedachten Rolle als Zerstörer bzw. schwerer Langstreckenjäger ein Fehlgriff, jedoch in der später zugeteilten Rolle als Nachtjäger ein sehr erfolgreiches Modell. Ihre Nachfolgemodelle, die ME-210 sowie 410, waren in der Rolle des Zerstörers in Tageinsätzen oder als sturzkampffähige Schnellbomber eine wesentliche Verbesserung. In der Rolle des Nachtjägers konnten aber die Nachfolgemodelle nicht überzeugen. Dies war auch der Grund, warum die Bf 110 bis Anfang 1945 produziert wurde.
In Summe gab es über 30 Varianten dieses Flugzeugs, von denen in Summe 5.760 Stück produziert wurden. Die in Warfunder verfügbare BF-110C4 zählt mit 155 gebauten Exemplaren zu den weniger populären Modellen. Im Vergleich dazu wurde die G-Serie über 3000 Mal gebaut. Ich möchte im nun folgenden Gameplay zeigen, dass auch die unpopuläre BF-110C4 ein Flugzeug ist, mit dem man so einiges erreichen kann. So, wir sind bereits in der Luft. Wir haben auch einen Luftstart auf rund 1000 Meter mit unserem schweren Jäger, der Messerschmitt BF-110C4. Und gleich zu Beginn, die Qual der Wahl, wollen wir nach oben oder gehen wir gleich nach unten? Meine Wahl ist, ich möchte jetzt eher nach oben, denn ich habe auch keine Bomben mit. Das Flugzeug ist einigermaßen gut ausgebaut und es gibt jetzt wenig Gründe, Punkte zu sammeln über relativ einfache Bodenziele. Wenn man sich das Flugzeug hier ansieht, dann sieht man schon, wir haben eine sehr, sehr große Angriffsfläche. Die Flügel sind wirklich verhältnismäßig groß und gerade dieser Umstand sollte uns auch zu einem einigermaßen defensiven Fliegen verleiten. Denn haben wir mal einen Gegner an unserer 6, dann wird es meistens auch relativ schwierig, den wieder loszuwerden. Vom Steigwinkel her, man sieht, er ist nicht allzu steil, aber wenn man auf die Geschwindigkeit achtet, ja, die ist mehr als grenzwertig, das heißt, der Winkel ist ja nicht optimal, aber ich versuche dennoch, das einigermaßen hier zu halten, möglichst rasch auch ja, um die 3.000 bis 3.500 Meter zu kommen, in der Hoffnung, dass da oben sich vielleicht doch ein Bomber verirrt hat, denn mit unserer Bewaffnung sind wir an und für sich ja prädestiniert, auf Bomberjagd zu gehen. Vorne sieht man jetzt auch schon die ersten Gegner auf einer vergleichsbaren Höhe, eine MiG-3, und auch mehr in Bodennähe bereits die nächsten Gegner. Ich warte hier noch ein wenig ab, ich bleibe immer noch im Steigflug, wir haben gerade auf die 3000 Meter überschritten und mal schauen, was die MiG-3 da vorne so macht. Bei den Bombern her, die Heinkel 111, auch relativ weit oben, aber tja, ich sehe da momentan keine wirkliche Gefahr für den Bomber. Das heißt, wir werden hier ein bisschen egoistisch auch reagieren, mal versuchen die Schlacht ein wenig zu lesen und hoffentlich den richtigen Zeitpunkt erwischen, in diese Schlacht einzugreifen. Ein Blick nach unten, ja, die Freunde in den einmotorigen Jägern haben an und für sich, so sieht es aus, ein wenig Höhenangst, denn sonst wären sie ja nicht so weit unten. Und soll es recht sein, das heißt, wir werden hier ein bisschen Höhenluft schnappen. So, die MiG-3 vor uns und ja, die geht jetzt aber auch ziemlich steil nach unten und unten, man sieht schon, da hat sich etliches angesammelt. Und ja, jetzt versuchen wir mal die MiG-3 mit einem Scheinangriff zu täuschen, denn so wie die fliegt, glaube ich, das wird jetzt nichts, aber wir müssen dennoch irgendwie an ihr vorbei. Sie geht voll in die Defensive. Angriff antäuschen und vorbei. Jawohl. Sie freut sich, wir freuen uns und ja, eigentlich wollte ich ja gar nichts von ihr. Unter uns jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Gegner und ich glaube auch mindestens so viele vom eigenen Team und wir sind auch schon so schnell. Das heißt, Speed raus. Und ja, oh, da oben die nächsten zwei gegnerischen Jäger. Das heißt, wir versuchen jetzt kurz hier unten in dieser, ja, ich möchte schon fast sagen, Arena, fast eine Battle Royale, ein bisschen mitzumischen. Tja, mal schauen. Einmal rein ins Getümmel und tja, das wäre jetzt ein Glückstreffer geworden, ist es leider nicht, aber eieiei. Die E-153 habe ich jetzt auch direkt übersehen, aber da war ein Teamkollege ja so nett, mir dieses Problem abzunehmen. So, wir drehen jetzt nochmal ein.
MiG-3, LRG-3. Jetzt haben wir ein bisschen die Qual der Wahl. LRG-3 wird es wohl nicht mehr werden. Wir haben auch zwei MiG-3. Die linke hat die 109 im Visier. Die rechte, die hat es jetzt hinter sich. So, und die möchte ich mir jetzt schnappen. So, komm her. Ja, sehr gut. Und ein bisschen Nachschlag. Na, jawohl. Ja, erster Kill. Ging ja recht einfach. Interessant ist auch, wenn man sich jetzt ein paar Sekunden zurückerinnert, hier war noch alles voll und ja, ich sage jetzt einmal, das Areal hier ist einigermaßen besenrein geworden. So, vor uns eine BBY, eine russische Catalina, und das ist aber für sich genau die Gewichtsklasse, die wir suchen. Die ist an und für sich das Ziel unserer 20mm Kanonen. Mal schauen, ob wir zu ihr durchkommen. So, da ist auch noch eine BE3. Die sollte uns nicht allzu zerstören, aber auch eine LRG3. Aber so wie ich sehe, ja, die BBY kommt klar auf uns zu. Und hier versuchen wir mal ein kurzes Stelldichein. Der Winkel nicht optimal, aber ich glaube, er ist machbar. So, Angriff leicht von unten. So, na, komm her. Tja. So, und da schlagen wir jetzt auch gleich einmal nochmal zu. So, rauf mit dir. Und hey, da kommt auch noch eine 101er mit. Und ja, die Catalina hat es auch hinter sich. Zuvor habe ich ja auch ein wenig vom Fahrwerk weggenommen. Das sollte es auch nicht weiter das Problem gewesen sein, denn immerhin ist es auch ein Wasserflugzeug. So, aber keine Zeit zum Schnacken. Hier kommt die LRG-3 und ja, Head-on super. Ja, es ist wieder passiert. Ich habe mit dem Gegner abgeklatscht und so, die BE3 kommt hier auch noch her. So, können wir auch da kurz mal ein kurzes Hallo hinterlassen. Ja, klappt recht gut. So, die hat jetzt auch Probleme. Ja, man sieht jetzt auch beim rechten Flügel, der ist stark lädiert. So, BE3. Die hat jetzt wirklich ein Handicap. Das ist recht angenehm für uns jetzt. So. Und ja, jetzt schön im Visier. Crit. Und ja, Flugzeug zerstört. Vierter Abschuss. Manchmal geht es doch einigermaßen schnell. So, zurück zu meinem rechten Flügel. Man sieht auch, der ist jetzt stark lädiert und jetzt sei auch mal das Wortspiel erlaubt. Das sieht ja fast so aus, als wäre ich mit dem russischen Bären irgendwie in den Ring gestiegen. Aber es geht weiter. Die Motoren leicht beleidigt. Der rechte Flügel umso mehr, aber es wirkt sich nur minimal aus. So, LRG3. So, komm her. Und so, fünfter Kill mit unserer BF110. Und ja, jetzt nicht wundern, dass ich immer wieder ums Flugzeug herumblicke, beziehungsweise auch auf die Karte. Es ist ganz einfach mit der BF110 so, dass sie meiner Meinung nach aus der Defensive herausgeflogen werden muss. Wir müssen einigermaßen sicher sein, dass wir nichts hinter uns haben, und der Blick auf der Karte ist ja, ich sage mal, für mich typisch, denn ich verliere relativ rasch einmal die Orientierung auf der Karte, und ich möchte natürlich vermeiden, dass ich da über die gegnerische Basis gelockt werde und ja, aus meinen Träumen gerissen werde. So, 5 Kills, wir fliegen zurück zur Basis. Nachladen der 20mm würde uns jetzt nicht schaden. Die Motoren auch einigermaßen beleidigt, auch wenn es gut aussieht, aber sicher ist sicher. Es ist noch ein Gegner da, ich habe jetzt keine Ahnung, wo er ist. Der könnte jetzt überall sein. Und jetzt gilt es natürlich auch immer wieder mal links und rechts zu schauen. Vorne und hinten, auch mal nach oben. Aufgrund der Flughöhe nach unten werden wir jetzt weniger schauen müssen. Aber ich glaube, die Landung dürfte einigermaßen sicher werden.
So, die 111er greift auch wieder ins Kampfgeschehen ein und wir versuchen jetzt einmal ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen. Und trotz des doch einigermaßen stark beschädigten Flugzeuges noch eine saubere Landung hinzubekommen. So, die Landeklappen sind jetzt auch langsam ausgefahren. Wir müssen ein bisschen korrigieren. So, und so, ja, ganz elegant möchte ich mal sagen, bin ich ja direkt stolz auf das Ergebnis der Landung, dass das noch geklappt hat. So, und man sieht jetzt auch, eine 109er ist gerade gelandet. Da kommt die nächste rein, eine 109er FW Friedrich. Und ja, die macht es ein wenig sportlicher. Aber es geht alles gut. Und wir sollten selbst hier auch wieder bald startklar sein. So, Schubhebel nach vorne. Und man sieht davon, es ist eine LRG-3, die noch übrig ist. Und ja, die 109er sind jetzt am Boden. In der Luft haben wir die 111 und eine BA-20. Die sollten jetzt eher das kleinere Problem für die LRG-3 sein. Sag mal, Aufsehen mit Gebrüll. Auch schon mal die Nachricht raus. Mal schauen, ob wir die noch irgendwie abfangen können. Ganz vergessen zur Munition, die ich mitführe. Ich habe bei den 20mm Maschinenkanonen die Luftsilbenmunition eingepackt und für die MGs die Allzweckmunition. Und jetzt frisch nachgeladen sieht man auch den Munitionsvorrat. Wir haben für die Maschinengewehre 4000 Schuss mit und für die 20mm Maschinenkanonen 360 Schuss. Das ist, sage ich jetzt einmal, insbesondere auch auf diesem Battle Rating ein sehr, sehr hoher Wert und wir müssen jetzt auch nicht unbedingt mit der Munition sparen. So, und ich achte jetzt natürlich auch auf die Distanz zum Gegner. Und wie man sieht, da ändert sich kaum was, beziehungsweise nur sehr langsam. Das heißt, die LRG-3 fliegt ungefähr auch in dieselbe Richtung wie wir. Wir selbst fliegen de facto in Richtung des gegnerischen Flugplatzes. Das heißt, ich muss jetzt davon ausgehen, dass der Gegner zu seiner Basis zurückfliegt, was es für uns natürlich nicht einfacher macht. Die Heinkel 111 vorne wird keine Hilfe sein, die Jäger hinter uns wohl auch nicht, denn dafür sind sie, glaube ich, viel zu weit entfernt. Aber das macht nichts. In dieser Schlacht, wir haben schon 5 Abschüsse. Tja, das ist wirklich weit über meinem Schnitt mit der Bf 110, auch wenn ich dieses Flugzeug recht gerne fliege. Und ich sag mal, es gibt jetzt kaum noch etwas zu verlieren. So, die LRG nimmt jetzt auch Höhe raus und ja, wenn man jetzt nach vorne sieht, rechts von der LRG sieht man auch schon die Landebahn des gegnerischen Flughafens. Und wenn ich mir die Punkte ansehe, so sind wir nicht im Vorteil. Das heißt, wenn die LRG das Ganze jetzt wirklich rauszieht, dann haben wir ein Problem. Ja, der Kollege schreibt schon, try to kill him before he returns to base. Tja, wir werden es versuchen. Ich schreibe schon mal no chance. Das liegt jetzt weniger am Willen, sondern eher an der gegnerischen Flak. Denn die hat mit ihrer Treffergenauigkeit ja durchaus das Argument eines Meinungsverstärkers. So, LRG 3 ist unten, aber ich sag's jetzt schon. Ich werde versuchen, den Angriff hier auch zu starten, denn wie heißt so schön, ich kann ja allem widerstehen,
außer der Versuchung. So, wir fliegen jetzt in Richtung der LAG 3. Voller Speed, das heißt, wir bauen Speed auf, sie wird sicher Speed abbauen und man merkt schon, die Distanz geht deutlich zurück. So, und so, anvisieren, aber ich kann sie draußen, so, und jetzt geht's los, und so, Abschuss Nummer 6. Aber jetzt habe ich ganz viele neue Freunde gefunden, und zwar die Freunde von der Flak. Das wird jetzt bisschen bitter, ja, und es geht sich nicht aus, und ich sage mal, zum Schluss noch ein schönes Feuerwerk, und so wie sich mein Flugzeug aufgelöst hat, wird auch die Mülltrennung, sage ich jetzt einmal, ja, eher überflüssig. Die Schlacht ist auch schon vorbei, 6 Abschüsse auf einem Battle Rating von 2.7, der Ertrag, ja, durchaus okay. Und ja, ich sag danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Und ja, gern freue ich mich auch über eure Kommentare. Und ich freue mich auf das nächste Mal.